Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Oh ja, moin Leute, was geht erstmal? Willkommen wieder zu Let's Play nachkommentiert. Und ich habe heute mal wieder ein Gameplay von Herrschaft Nuketown 2025. Ich habe sogar einen edlen Gameplay-Spender, der dieses Herrschaftsgameplay für uns heute erspielen wird. Und zwar heißt er Mini-Kris 72198 vom SW4G-Clan. Ich glaube, ja, ich habe das alles richtig ausgesprochen. Und er ist hier mit der Elsat ausgestattet. Oh Gott, Elsat, Elsat, Elsat. Das ist ja eher so eine Waffe, die nicht so gut geeignet ist, um jetzt irgendwelche Kämpfe zu erlegen oder zu erobern. Aber jetzt hat er sich umgesetzt hier. Ah, nee, hat er immer noch. Er hat immer noch die Elsat. Und herzlich willkommen zu Nachkommentiert und zu einem neuen Gameplay, was ich heute vorbereitet habe. Ihr werdet es wahrscheinlich oben in der Videobeschreibung sehen. Und zwar, es geht mir um Mobbing. Genau, Mobbing oder auch Rassismus. Man kann es jetzt beides in einen Topf schmeißen, was wir heute mal besprechen werden. Ich merke es immer wieder, dass es in meinen Augen so ist, dass eben Menschen, die zum Beispiel eine dunkle Hautfarbe besitzen, das sei jetzt in Deutschland oder in den USA, einfach schlechtere Karten haben, sagen wir mal so. Nehmen wir mal an, das kann eine Polizeikontrolle sein oder keine Ahnung. Es werden gleich Vorurteile gemacht, hey, der ist schwarz, hey, der ist kriminell. Und das kann doch irgendwie nicht sein, oder? Das ist doch öffentlicher Rassismus, der hier stattfindet. Und das ist kein Einzelfall, sondern das ist bei den meisten so. Nehmen wir zum Beispiel einen Moslem. Ne? Das ist ein Mensch, der eine Religion hat, der sich einen langen Bart, der hat einen langen Bart. Und durch diesen langen Bart einfach, durch die Religion halt und so, wird diese Person gleich als Terrorist dargestellt. Das kann ja eben nicht sein, Leute. Dann wäre ja der Weihnachtsmann auch ein Taliban. Versteht ihr, was ich meine? Aber nein, der Weihnachtsmann, der ist weiß. Der ist nicht schlimm. Aber wenn jetzt der Weihnachtsmann schwarz wäre, dann ist es natürlich gleich ein Terrorist. Kommt nicht in die USA rein oder so. Gut, ich habe jetzt natürlich teilweise ein bisschen übertrieben. Aber es geht mir auch um diesen Trayson Martin, dieser amerikanische schwarze Bürger, der erschossen wurde von einem sogenannten Polizisten, von einem Nachbarschaftspolizisten. Die gibt es in den USA. Die passen auf, dass alles ja, seine gewohnte Dinge hier so alles gut läuft halt so. Und dieser Trayson Martin hatte nichts dabei. Der hatte keine Drogen dabei. Das war einfach nur ein schwarzer Bürger, wie viele andere, der harmlos auf der Straße gelaufen ist. Da kommt natürlich dieses Weißbrot an. Und dieses Weißbrot muss sich natürlich entscheiden, oh, Schwarzer, der hat bestimmt eine Knarre unter der, keine Ahnung, Hose oder so. Den knall ich jetzt einfach mal ab. So, dieses Weißbrot kommt natürlich mal wieder ohne Haftstrafe davon, glaube ich, oder? Habe ich mich richtig informiert? Ohne Haftstrafe? Nee, kleine Haftstrafe war es, glaube ich. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wenn jetzt zum Beispiel ein schwarzer Bulle, jemand abknallen wird, ein Weißbrot, dann würde lebenslang in den Knast kommen, der würde hingerichtet werden, Leute. Das ist einfach so, die Schwarzen haben einfach weniger Rechte und das kann nicht sein. Und heute müssen wir mal aufräumen mit diesen ganzen scheiß rassistischen Vorurteilen, die es auf der Welt gibt. Schwarze sind nicht krimineller als Weiße. Und Menschen mit einem langen Bart oder Moslems sind genauso friedliche Leute wie du und ich. Es gibt auch in Deutschland Idioten, das muss man ganz mal klar sagen, aber das interessiert ja die meisten nicht. Ne? Ach, die Deutschen, die sind doch alle lieb, gell? Alle am Bier trinken, die machen doch keinem was. Das ist aber falsch, Leute. Das ist aber eben richtig falsch, weil auch sehr viele Deutsche einfach sich richtig asozial verhalten. Warum ist diese ganze Situation so, wie sie ist, ne? Warum gibt es beiderseitiger Hass? Das liegt einfach daran, dass wir die anderen Kulturen nicht akzeptieren.
Und warum akzeptieren wir die Kulturen nicht von anderen? Warum respektieren wir das nicht? Durch diesen Hass, durch diese Ausschottung, wie soll man sagen, gibt es halt diese Spannungen zwischen, sagen wir mal, Ausländern und Nicht-Ausländern. Einfach mal so aufeinander zugehen und dann passt die ganze Sache. So, seht ihr das, was jetzt hier gerade passiert? Genau, wir gehen zur nächsten Runde, weil ich habe ja natürlich noch was zu erzählen. Und zwar jetzt kommen wir mal zum Thema Mobbing. So, Mobbing kann überall sein, es kann jetzt am Arbeitsplatz sein, kann in der Schule sein. Meistens ist es so, hey Digga, was hast denn du für Kleidung an oder so? Ja, oder hey, was hast denn du für eine scheiß Brille? Na, du Vierauge. Das ist Mobbing. Das ist jetzt Mobbing, das hat jeder schon erlebt. Ich auch, du auch. Vielleicht hast du auch schon gemobbt oder so. Dann kannst du dich jetzt hier entschuldigen in die Kommentare. Und was ich gut finde, und zwar ist es in den meisten Internaten so, oder Großbritannien ist es so, glaube ich, dass man eine einheitliche Schuluniform hat. Durch das sieht jeder gleich aus und durch das wird das Mobbing stark zurückgeschraubt, weil es kann keiner sagen, hey, was hast denn du für einen scheiß Fummel? Da kann ich ja zurück sagen, haha, du hast ja das Gleiche an. Verstehst du, was ich meine? Also, das meine ich jetzt. So, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich ja immer ein paar Sachen, ein paar Zahlen und so Sachen verdrehe. Ihr wisst ja, wie ich bin. Ein bisschen durcheinander und so. Aber auf jeden Fall spielt er immer noch mit der Elsat. Und da kriege ich einen richtigen Ständer. Ach, das freut mich einfach. Schön mit der Elsat ein paar gute Kills machen. Ja, herrlich. Herrlich, herrlich. Leute, ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao.